Hallo und einen schönen guten Tag zu einem weiteren Let's Play von mir, das da heißt The Bunker oder Der Bunker. Ich glaube, das wird auf Englisch sein. Ich werde die Untertitel drinnen lassen. In der Hoffnung, dass es wirklich so ist, wie ich mir denke, und zwar als halber Film, in Anführungsstrichen, als interaktiver Film, bei dem man bestimmen kann, wie er welche Wendung und Richtung einschlägt, hoffe ich einfach, dass das auch vertont sein wird. Dieser junge Mann hier ist Adam Brown, der ein oder andere mag ihn kennen aus The Hobbit oder jetzt ganz neu Fluch der Karibik. Ich persönlich kenne ihn unter anderem auch von der MagicCon und HobbitCon. Ein sehr gern gesehener Gast, sehr lustig, ja. Und deswegen, also auch deswegen, habe ich mal gesagt, schauen wir uns mal das Projekt von ihm an, was er da mitgespielt hat. Geleitet weiß ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, einfach nur gespielt. Ich glaube, er wurde gefragt, ob er das machen möchte. Und er sagte dann einfach irgendwann mal so, jo, klar, warum nicht? Jo, ich denke mal, wir schauen einfach zärtlich rein. Ich stelle mir noch kurz die Uhr. Ich bin sehr vorbereitet. Das ist immer wieder wunderschön. Geht gleich los, geht gleich los. Ohne Uhr geht hier gar nichts. So. Dann wollen wir mal. Neues Spiel. It's a boy. Well done. Was? Was? Ja, Moment. Alter, bleiben so im Film drin. Ach Gottchen. Dreißig Jahre später. Hat er eben die Tage gezählt? Alter, was? You'll probably be alone, Mom. Still be here.
always be here. But you've got to say it again. As long as I stick to the routine, I'll be safe. As long as I always be here. Stay in our rooms, I'll be safe. As long as I don't go outside, I'll be safe. That's it. Good boy. What time is it? Bleeding time, Mum. Yes. Was spiele ich hier eigentlich? Ich meine, das sind jetzt keine 4 Minuten her. Die Hälfte davon war Vorspann, sage ich schon. Man sieht, wie ein Kind, also wahrscheinlich John, halt eben Adam Brown, geboren wurde. Die Bomben schlagen ein und du hast nur die Option, erstmal zu atmen. Ja, prima. Und dadurch, dass er halt die Tage zählt und es 30 Jahre später ist und jetzt auch die Mutti gesagt hat, ja, solange du hier drinnen bleibst, bist du sicher, also er hat es wiederholt, weil sie es ihm so beigebracht hat, solange du nicht vor die Tür gehst, bist du sicher und ich werde immer hier bleiben und offensichtlich geht's der Dame nicht so gut. Das heißt, er hat wohl noch nie in seinen 30 Jahren die Sonne gesehen, noch nie. Wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Kinder gesehen. Menschen, gut, die waren jetzt zwar nicht mehr da. Die Mutti war jetzt noch da. Man hat auf den komischen Bildern da keine andere Person mehr gesehen. Alter. Und jetzt haben wir die erste, also die zweite Entscheidung. Die erste war atmen oder nicht. Ich wollte es nicht ausprobieren, nicht zu atmen, weil irgendwie wollen wir das Spiel starten. Ich will gar nicht wissen, ob das geht, wenn man nicht anfängt zu atmen, dass das dann cut und fertig aus. Spiel ist vorbei. Aber die erste Entscheidung nach so einem Einstieg ist, ja, was lesen wir denn? Mir geht's nicht so gut, ich werde wahrscheinlich sterben. Also hier wäre die Bibel oder hier so ein Nuclear Shelter Technical Guide oder Treasure Island. Ich mache das auch gar nicht von der Logik her abhängig, von wegen hier, wir plempeln jetzt noch ein bisschen was Fröhliches mit dir rum hier, mit lustigen Piratengeschichten. Oder wir lesen ja jetzt halt irgendwie sowas hier wegen dem Bunker vor, wegen dem nuklearen Ding, dass wir dann vielleicht später davon profitieren. Ich weiß nicht, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vielleicht 5 Minuten Gameplay gesehen. Das war's. Ich nehme jetzt einfach die Bibel, komm. Yeah, no experienced. Little. He has experienced in many things. Multiple properties. He has not been tried. Mum? Ich will das nicht spielen, nein. Gleichzeitig ja. Der tut mir so leid, ey. Die Routine. Ja. Tag 11.909. Prima. Medical Vitamins. Radio. Check, Eisen, die Mutti. Und da wir nur das hier auswählen können, klicke ich mal.
Das ist extrem cool gemacht, ey. Und er hat ein bisschen davon erzählt, dass man ja, weil man eben verschiedene Sachen machen kann und das ja geschauspielert ist von ihm. Na, egal wie lange wir jetzt halt warten, irgendwann setzt vielleicht die Schleife ein, aber hier sein Kopf drehen und sein Runtergucken auf die Hände und so, das ist Schauspielern. Das ist nonstop Schauspieler und er macht das echt gut. Also jetzt, das hier macht er ganz okay, ne, kann ich hier als Profi ganz gut erkennen. Aber gerade das Verzweifelte mit der Mutti und so, das war doch, ey, ich fand das so klasse. Ja, naja, was macht man? Gucken wir mal hier erst. My vitamin B level is low. Erkennst du daraus? Okay. Quietsch. Was ist das? Das kenne ich gerade gar nicht. Nehmen wir mal das. Glas Wasser oder so vielleicht. Okay. Das? I wonder if my radiation level is safe. Ist das dann? Radiation is just over 70 mR. That's acceptable. Ich hab davon gar keine Ahnung, was er da überhaupt jetzt gemacht hat. So, Vitamin und das. Ah ja, okay, das war das. Okay. Das haben wir. Dann machen wir mit dem Radio weiter. Puh. Das ist nämlich das Radio, ja. Drehen ein bisschen. Zurück. Nichts. Und er macht das jeden Tag. Ein Überlebender. Die Mutti ist tot, er ist der ein Überlebende. Und wir erinnern uns, auf der Routineliste, auf der Checkliste stand ganz unten Mutti. Ein Überlebender. Performer Bunker Radiation Check. So. Oxygen okay, Temperatur okay, Boiler okay, Server, Wasser, Kommunikation. Bunker Radiation is normal. Good. Das haben wir gecheckt. Das Essen. I need to choose my food first. Na, irgendwann ist das halt auch aus. Ach, komm hier. Peas and carrots, I suppose. So that makes 27 years. 3 months and 14 days of food left. Oh Gott, das ist so. Ja. Mahlzeit. Warum auch keine Zeit sparen? Wer kennt's nicht? Food? Und jetzt die Mutti. Da kommen so kleine Pünktchen hier. Egal. Nicht, dass es... Man sieht hier den toten Schädel. Nicht, dass es eh schon krass ist,
Aber ich meine, das ist doch auch krankheitsbedingt, also Seuchengefahr bedingt, nicht ganz normal jetzt. Und dann tut er sich das jeden Tag an. Oh, ist das krass. Das Tuch eingefallen. Not a great drawing. But I've never seen real flowers. Das meinte ich. Wenn du niemals die Sonne gesehen hast, wie willst du denn dann jemals auch die Natur oder die Bäume oder die Welt draußen gesehen haben? Man kann doch nicht die Mutti da liegen lassen, ey. Was ist jetzt? Lesezeit oder? It's reading time. Ah, klar. Ach komm, was bringt dir da? Yeah, the dreary morning's work before us. There were no sign of any wind. And the boats had gone out and manned, and the ship wrapped 3 or 4 miles around the corner of the island and up around the narrow passages to the haven behind Skeleton Island. I volunteered for one of the boats, wherever I had. Mutti, check. Weiter geht's. Nächster Tag, nächste Liste. Wir fangen von oben wieder an. So, und jetzt müssen wir mal drauf achten, ob das jetzt... Ah, okay, er macht's automatisch. Okay. Das müssen wir wieder machen. Radiation is nearly 80 mR. It's increasing. Das steigt. Checked. Radio. Das scheint er auch schon selbst zu machen, ja. Ich meine, nach so vielen Tagen muss man ja mal wissen, wie das geht, ne? Braucht man mich nicht. Wieder nichts. Systeme werden schon gecheckt, das ist sehr löblich. Gruselig wäre es, wenn jetzt hier auf einmal 3 stehen würde. Entschuldigung. Okay, okay, okay. Alles gut. Hoffe ich. Alles gut. Mit der Zeit wird sich das hier wahrscheinlich auch ändern. Das haben wir gecheckt. Essen. Haben wir da noch die Wahl, was wir heute essen? Nein. 27 years, 3 months and 13 days left. Entschuldigung, ich wollte sie nicht begrapschen. Und die Mutti. Und jeden Tag tut er sich das an. Jeden Tag trauert er und wird der aufs Neue. The mornings were before us. There were no sign of any wind. And the boats had gone out and manned, and the ship wrapped 3 or 4 miles around the corner of the island and up around the narrow passages to the haven behind Skeleton Island. I volunteered for one of the boats, wherever I had. Alles gecheckt. Nächster Tag. Das ist so deprimierend. Knarz. Vitamin. Ab ins Äugle. Das steigt schön weiter, das sieht man so schon. Das ist über 80. Radiation is over 80 mR. Radio. Oh. Ja, check. Oh. Ach, schön. Sehr nicht so gut.
Mutti ist nicht da. Keiner kann ihm helfen. Keiner kann ihm sagen, was er jetzt zu tun hat. Es sei denn, sowas ist schon mal passiert, aber so wie er eben geguckt hat, wahrscheinlich noch nicht. Wo ist der Manual? Kann man da nochmal drauf gucken, bitte? Okay, geht nicht. Wieso können wir die Figürchen da nehmen? What do I do, Mother? Was? Ach, es hat Brüste. Ah, okay, Entschuldigung. Mutti hat Brüste, okay. If I find the manual, I can fix this. Okay. My underwear drawer. Entschuldigung, woher soll ich wissen, was hier ist? Mal oben auf. My old diary. Today is my birthday, and I have had extra peaches, my favorite. And there was a candle. Mom gave me this book and some pens. Look, here are the colors. Vera sang me a ring a ring of roses. She said she was crying because she is happy. It's my birthday. And then she and PJ and Louie and Mom sang me happy birthday, but not too loud. I blew out the candle. This book is going to be my book about my friends. Today I will start a new friend. He will look like this. He will be a soldier because I have a general, but I need a bigger army. I've got a block from the map room, but I had to hide. Mr. Bishop was there. He nearly saw me. He was shouting. He says I am a waste. I think he is a waste. I will make the soldier, and Mr. Churchill and Joan of Arc will tell him to fight Mr. Bishop. Okay, das lesen wir ein andermal. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass er nicht ganz alleine war, zumindest nicht von Anfang an. Er hatte Freunde. Oder halt sowas wie Familie. Find that manual. Ja. Kannst du denn nicht aufstehen? Hör mal hier auf. The manual. Hier so hektisch, aber liest eben noch im Tagebuch vor. Shut down for maintenance. Find fuse box location. Strange room level 2 and fuses. Okay, wir müssen Sicherungen noch erkennen. 10 Sekunden warten, wenn wir das ausgeschaltet haben. Und dann die Sicherung erneuern. Dann wieder anmachen. Perform a system check. Okay, also. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl uns auf die Suche machen nach der Sicherung. Find the fuse box level 2. Find the fuse box level 2. Nimm doch bitte das Buch mit. Lass die Mutti da, nimm das Buch mit. Oh, das ist doch nicht wahr. Mom. I'm not sure I can do this. Doch, wir schaffen das. Bist doch ein großer Bub. Ach, wie krass. Wie cool und krass. Wie krass heißt es dann. Jetzt ist hier eine Kamera und da geht's zurück. Ja, wir bewegen uns. Was ist das? Hallo? 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 Wieso geht das nicht? So. You know, if you stay in your room, you'll be safe. Ja komm, was willst du denn anderes machen? Raus jetzt.
must be a key. Nicht dein Ernst. Was machst du denn hier so? Panik. Dann hier. Er hat in all den Jahren niemals versucht, durch diese Tür überhaupt nur rauszugucken. Gar nichts. What do I do? Gucken wir mal hier unten. Was haben wir hier? Können wir nichts auswählen. Ich kann es auch nicht erkennen. Sieht aus wie ein Stethoskop. I don't need any of that. Ja, ja, dann mach ich dazu. Achso, Entschuldigung. Dann hier. Da. The key. Now I have to leave. Kannst ja auch bleiben und dann weißt du halt nie, wie es weitergeht. Kann man hier nochmal gucken, nur weil es vielleicht geht. Some of my old drawings. Ja. Das hatten wir eben schon.